Ein Gang durch die Bremer Innenstadt abseits der Einkaufsstraße sieht wenig einladend aus. Doch was macht eine attraktive Innenstadt aus? Ist es nur das Einkaufen? Alles muss rein. Unter diesem Motto diskutierte die CDU-Fraktion mit Gästen ihr Konzept für eine anziehende Bremer Innenstadt. Für Redner Hans Stimmern, Ex-Bausenator von Berlin, darf die Innenstadt nicht als bloßes Einkaufszentrum gesehen werden. In der Stadt kann man auch einkaufen. Da gibt es Läden, kleine, große Kaufhäuser. Aber ein Einkaufszentrum hat eine andere innere Logik. Also da geht man rein an einer Stelle und an einer anderen Stelle kommt man wieder raus. So, man ist da sozusagen ein Gefangener dieses Zentrums. Und das, was jetzt hier, wovor ich gewarnt habe, ist sozusagen die Altstadt so zu organisieren, als sei sie ein Einkaufszentrum. Eine Stadt sollte auch Räume haben, in denen man sich verläuft und verliert und plötzlich in einer ganz anderen Situation sich befindet und die Sonne genießt, Ruhe hat und so weiter und so weiter. Ein Vorschlag der CDU-Fraktion und von Jörg Kastendieck, wirtschaftspolitischer Sprecher, zur Verbesserung der Bremer Innenstadt ist der Abriss des Parkhaus Bremen Mitte zur Schaffung einer neuen Fläche für den Einzelhandel und für den Wohnungsbau. Also mitten im Zentrum ein Parkhaus abzureißen, das ist etwas, was man normalerweise von den Grünen oder von der linken SPD erwartet. Und dass das ein führender CDU-Politiker macht, ist sehr, sehr bemerkenswert. Und ich finde es natürlich richtig. Ich würde ja plädieren ja nicht nur für den Abriss eines Parkhauses, sondern überhaupt für die Infragestellung der Positionen der Parkhäuser in der Innenstadt. Also Bremen ist zwar eine große Stadt, aber die Altstadt ist vergleichsweise klein mit 70 Hektar. Man ist da in 15 Minuten ist man da durchgelaufen. Also eigentlich gehören die Parkhäuser alle an die Peripherie, also in der Nähe der Wallanlagen oder noch weiter weg. Und dass er das anfängt, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich hoffe, dass die anderen Parteien nicht deswegen dagegen sind, weil er von der CDU gemacht wird, der Vorschlag. Die Bremer Innenstadt ist kein parteipolitisches Thema. Das wurde auf der Veranstaltung noch einmal deutlich hervorgestellt.